Liebe Freundinnen und Freunde, die Layouterinnen dieses Entwurfs für den Koalitionsvertrag waren ausgesprochen klug. Sie haben nämlich Grün genauso groß gemacht wie Rot. Und das ist, glaube ich, der Geist, den dieser Koalitionsvertrag insgesamt atmet und den er insbesondere auch im Wirtschaftsteil atmet. Wir haben eine absolut klare grüne Handschrift in diesem Koalitionsvertrag einbringen können. Und das merkt man insbesondere auch im Wirtschaftsteil und an ganz vielen Einzelprojekten. Ich will im Vorhinein nochmal mich bedanken bei all denjenigen, die auch beratend die Koalitionsverhandlungen mit unterstützt haben, die mitgewirkt haben in den letzten 3 Wochen, weil es wirklich auch ein hartes Stück Arbeit war im Klimabereich. Das ist klar, dass da die Differenzen besonders groß waren, aber auch im Wirtschaftsbereich gab es Punkte, an denen wir gut kooperiert haben, auch mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD, das muss man nochmal sagen und einräumen an der Stelle, aber auch unter uns, um zum gemeinsamen Erfolg zu kommen. Dieser Wirtschaftsteil, liebe Freundinnen und Freunde, ist ganz klar und deutlich mit grüner Tinte geschrieben worden. Und ich finde, das ist eine extrem wichtige Botschaft, die wir gemeinsam in das Industrieland Nordrhein-Westfalen senden, das so lange von einer SPD-Industriepolitik dominiert war und das so lange auch von Großprojekten in Nordrhein-Westfalen dominiert war, dass es gelungen ist, jetzt eine Wende hinzukriegen und dass es mit diesem Koalitionsvertrag gelingt, kann in Nordrhein-Westfalen eine Wende hin zu einer ökologischen Wirtschafts- und Industriepolitik hinzukriegen. Was wir hier haben, ist ein echter Paradigmenwechsel, weil der alte Gegensatz, den wir ja noch gut kennen und in der Debatte gut kennen, der ist uns ja auch immer entgegengebracht worden, dass nämlich Umwelt und wirtschaftlicher Erfolg nicht zueinander passen, dass dieser alte Gegensatz jetzt der Vergangenheit angehört. Das ist ein Erfolg, den man mit diesem Koalitionsvertrag auf den Tisch legen kann. Es ist ein Bekenntnis dazu, dass ein Industrieland wie Nordrhein-Westfalen, und wir sind Industrieland, dass dieses Industrieland nur ein Industrieland bleiben wird in den nächsten 20 oder 30 Jahren, wenn es gelingt, gemeinsam den ökologischen Umbau hinzukriegen und auch ein ökologisches Industrieland zu sein. Und liebe Freunde und Freunde, dass es gelungen ist, das mit den Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie zu vereinbaren, das zeigt, glaube ich, auch, dass wir inzwischen auf einem neuen Level angekommen sind, dass die Auseinandersetzung und Zusammenarbeit vor allen Dingen in der nächsten Zeit und hoffentlich in den nächsten Jahren zwischen SPD und Grünen an dieser wichtigen Schnittstelle, in der es ja um Macht geht, um Geld geht in Nordrhein-Westfalen, eine wirklich andere sein kann. Es ist ein Bekenntnis dazu, mit der ökologischen industriellen Revolution Arbeitsplätze zu sichern, Arbeitsplätze zu schaffen und ich sage das auch nochmal für einzelne Bereiche, zum Beispiel für die chemische Industrie, den Übergang zu einer ressourcensparenden Wirtschaft zu erreichen. Und darum haben wir ein paar Punkte drin, die absolut wichtig sind für diesen Umbau. Effizienzagentur, eine erfolgreiche Effizienzagentur weiter zu betreiben, auszubauen, die Ziel-2-Mittel zu konzentrieren auf ökologische Leitmärkte. Ganz wichtig finde ich auch, der Silvia hat das schon mal gesagt, Gender-Aspekte mit einzubringen, Aufsichtsräte zu quotieren, Frauen als Existenzgründerinnen aber auch zu unterstützen, genauso wie Migrantinnen. Und insgesamt, unterm Strich heißt das, sozial, gerecht und ökologisch, das soll die Wirtschaftspolitik in Nordrhein-Westfalen sein unter Rot-Grün, mit einem Tariftreuegesetz, mit einer Wiederherstellung des Sonntagsschutzes, mit klaren ökologischen und sozialen Kriterien bei der Beschaffung und Vergabe. Und ich bin sicher, damit schlagen wir ein neues Kapitel auf, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist das wirkliche Ende von Privat vor Staat in Nordrhein-Westfalen. Applaus